Moin ihr Sizzler, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute kläre ich die Frage, ob Julian einen Besen fressen muss, denn ich versuche aus diesem Schweinenacken Pulled Pork zu machen und zwar auf dem Elektrogrill. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau wie, aber irgendwie werde ich es schaffen, denn ich möchte sehen, wie Julian am Ende des Tages den Besen essen wird. In dem Sinne, bleibt dran, viel Spaß. Eigentlich sollte dieser leckere Schweinenacken über Nacht in genau diesem Gefäß zusammen mit unserer All Brine Color und ein bisschen Liquid Smoke baden, damit er so richtig schön saftig wird und Geschmack annimmt. Habe ich Julian gesagt, er hat es natürlich nicht gemacht. Meine Vermutung ist, er wollte mir ein Handicap reindrücken. Ich lasse mich davon aber nicht beirren, denn es gibt natürlich noch andere Wege, meinen Pulled Pork auch kurzfristig zu würzen. Ihr hättet jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, mit einer Gewürzmischung wie Hashtag Smoke das Ding zu würzen. Hier ist Rauchsalz mit drin, so kriegt ihr auch ein bisschen Rauchgeschmack an das Fleisch. Oder aber, und für die Variante entscheide ich mich, ich nehme jetzt eine Flüssigmarinade, in dem Fall unseren alten Pfeffer. Die ist sehr lecker, hat eine schöne Pfeffernote und dazu gebe ich Liquid Smoke. Denn ganz klar, im Elektrogrill wüsste ich per se nicht, wie ich das smoken soll. Ich möchte aber irgendwie Rauchgeschmack an mein Fleisch kriegen. Und deswegen nehmen wir die Variante Flüssigmarinade, Liquid Smoke zusammengeben, umrühren, ans Fleisch geben und dann können wir es smoken, beziehungsweise nicht smoken, aber auf den Grill schmeißen. Das war jetzt natürlich ein Feuerwerk von Werbung, aber wir haben diese Sachen natürlich alle bei uns im Shop, entsprechend auch alle da. Ich will euch aber mit auf den Weg geben, ihr könnt auch jedes andere Gewürz, jede andere Marinade nehmen. Schmeckt halt nur scheiße dann. So, jetzt Spaß beiseite. Fangen wir an mit der Marinade. Davon gebe ich jetzt erstmal gut was in meine Form rein. Ich brauche nicht Unmengen bei so einem Nacken, aber so ein bisschen was sollte schon drin sein. Und jetzt noch Liquid Smoke. An der Stelle wichtig, ihr könnt die Dosis natürlich an euer eigenen Geschmack anpassen. Wir mögen es so mittelrauchig, sage ich mal. Deswegen werde ich so ungefähr 10 so eine Spritzer-Tropfen hier reingeben. So, wenn ihr es richtig rauchig mögt, dann könnt ihr da auch 20, 30, 40 Tropfen reingeben. Aber das Zeug ist wirklich super, super intensiv. Das hat eine richtig krasse Rauchnote. Wenn ihr es übertreibt, dann schmeckt das ganze Fleisch am Ende nach Rauch. Also passt da ein bisschen mit auf. Ansonsten, ja, ich gehe einmal mit der Hand durch. Ich gehe jetzt gleich eh mit der Hand rein. Zack, so, ein bisschen Marinade vorbereitet. Vielleicht gebe ich auch noch ein bisschen was nach. Und jetzt kommt mein, opala, samter Nacken da rein. Ich gebe ihn erstmal einmal durch und stelle fest, das war definitiv genug Marinade. Denn der muss nur einmal komplett damit bedeckt sein. Die ganze Marinierei ist jetzt hier abgeschlossen. Der Schweinenacken liegt hier fertig bereit. Aber jetzt kommt erst die eigentliche Herausforderung. Denn jetzt muss ich das Ding irgendwie auf dem Elektrogrill zubereiten, dass am Ende ein rupffähiges Pulled Pork daraus wird. Und die große Herausforderung ist die Tatsache, dass ich hier nur einen großen Heizdraht habe. Das heißt, mein kompletter Grill ist eigentlich ein direkter Grill. Ich habe hier 110 Grad eingestellt, aber habe gar nicht die klassische indirekte Zone. Es gibt kein links, rechts oder Mitte, wo keine Hitze ist. Es ist einfach überall Hitze. Und das ist so das Ding. Ich werde jetzt meinen Nacken gleich darauf legen und ja, hoffe, dass er mir unterwärts nicht verbrennt und irgendwie sich die Temperatur darin so einstellt, dass das Ganze funktioniert. Wenn das mit dem Pulled Pork dann alles so funktioniert, wie wir es uns noch nicht ganz vorstellen können, dann mache ich aus dem Pulled Pork noch Pulled Pork Hot Dogs, denn die Bäckerei hat, wie ihr vielleicht wisst, mittlerweile auch Hotdog-Brötchen im Sortiment und hat uns einfach mal ein paar zukommen lassen. Das heißt, wir bauen für Alex und mich leckere Hot Dogs, Pulled Pork Hot Dogs. Für Julian habe ich dann natürlich einen Besen bereitgelegt und ich könnte mir vorstellen, dass ich euch dann eventuell noch was zu einem Gewinnspiel sage, wo es diesen Grill zu gewinnen gibt. Aber das sage ich euch jetzt noch nicht, denn jetzt lege ich das Fleisch auf und wir versuchen einfach mal unser Glück.
Vor mir liegen zwei wunderschöne Pulled Pork Hot Dogs. Einer mit Röstzwiebeln und einer ohne Röstzwiebeln. Denn eins kann ich euch sagen, ich persönlich bin nicht der allergrößte Röstzwiebeln-Fan. Alex schon, deswegen wird er den hier bekommen. Und ich nehme das Exemplar hier hinten. Und ja, im Prinzip ist es ein Pulled Pork Burger im Hotdog-Design. Finde ich auch mal schick. Was ich euch auf jeden Fall noch sagen möchte, sind zwei Dinge. Zum einen, das hat erstaunlich gut funktioniert. Ihr konntet das hoffentlich sehen, wenn Julian die Bilder einbaut. Unterwärts wird es schon doch deutlich dunkler als obendrauf, aber es war, denke ich, noch in einem guten Rahmen. Also verbrannt ist da nichts. Es ist spät geworden, es hat über 9 Stunden jetzt gebraucht, aber damit haben wir durchaus gerechnet, deswegen auch früh angefangen. Ja, es ist weich geworden, ich konnte super pullen. Es ist auch saftig geworden. Wenn Pulled Pork liegt, wird es natürlich immer ein bisschen trockener, aber hier, ich kann mal von hier unten so ein Stück rauskramen. Das ist jetzt auch noch super saftig, schön heiß. Also ja, ich bin wirklich überrascht, wie gut das funktioniert hat und habe auch schon für Julian was vorbereitet, nämlich den Besen. Denn ich habe mir überlegt, die Stange essen wäre langweilig. Er muss dann die Borsten gleich essen, ist ja klar, weil er hat gesagt, wenn das funktioniert, isst er einen Besen. Von daher, Julian, für dich steht hier der Besen bereit. Und ich glaube, ich werde hier nochmal reinbeißen. Übrigens ist hier jetzt jede Menge Flüssigkeit im Grill. Können wir zum Glück nachher sauber machen. Also das Pulled Pork hat auch ordentlich Saft verloren. Ah ja, da ist schön warm. Ich beiße einfach mal rein und sag euch mal, ob es auch schmeckt, ja? Denn Rauch haben wir natürlich nicht dran. Mm. Also der Pulled Pork Hot Dog schmeckt fantastisch wie ein Pulled Pork Burger. Der Liquid Smoke kommt durch. Wenn ihr das länger mariniert oder über Nacht macht, das würde ich empfehlen, dann habt ihr auf jeden Fall ein angenehmes Raucharoma. Übrigens haben wir uns gerade noch die Frage gestellt, ob es möglich wäre, eventuell mit einem ganz flachen Stahlgefäß oder irgendwie Alufolie oder sowas, hier Räucherspäne auf die Halsspiralen zu legen, damit es anfängt zu rauchen. Könnte funktionieren, können wir irgendwann mal testen. Was ich euch aber auf jeden Fall als zweiten Punkt auch noch sagen will, Thema Gewinnspiel, ich habe es anfangs erwähnt, es wird ein Gewinnspiel geben, allerdings nicht hier, sondern auf Instagram. Wechselt jetzt mal rüber zu Instagram. Ab heute, den 7.4. bis zum 14.4. wird so ein Severin Sevo mit dem Stand, also mit dem Aufsatz als GTS-Version heißt er dann, verlost. Findet er bei uns, die Regeln findet er bei uns auch bei Instagram, könnt ihr teilnehmen. Ansonsten lasst uns immer einen Daumen nach oben da, wenn euch das genauso gut gefallen hat wie mir. Ich bin immer noch sehr überrascht, dass das so gut geklappt hat. Und ja, ihr dürft uns abonnieren, ihr könnt bei uns im Podcast reinhören, unseren Newsletter abonnieren, Sizzle Crew gucken, alles was ihr wollt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Alex, du darfst jetzt auch deinen Röstzwiebel-Hotdog essen. Sehr schön. Und Julian, du kannst jetzt deinen Besen holen. Ich wollte gerade sagen, Julian kriegt auch noch was zu essen. Mhm. Oh, das riecht aber auch schon fantastisch. Da kann ich jetzt deinen Besen holen. Warte, ich bring mal Julian den Besen erstmal, oder? Mhm. Würde ich sagen. Ich mach mal Besteck bereit für ihn. So, ja, stimmt. Schneiden den schon mal auf hier.